Kanzlei Kochshow wird gesponsert von peach.ch. Mit Druckerfarbe kräftig sparen. Kochshow Nummer 121, gell? Und heute haben wir am Sonntag Gaststätte noch nie bei uns gekocht. Nisi, gell? Ja. Und du kochst heute brasilianisch, gell? Genau. Kannst du mal erzählen, was du uns heute schönes zauberst? Ja. Ja. Zuerst gibt es einen Salat. Ja. Und nachher, zum Hauptmenü, ist der Fisch mit Kokosnussmilch und ja. Gemüse. Wunderbar. Und dann haben wir heute noch einen Assistent, gell? Genau. Der Hauptkoch ist heute... Schau miteinander. Wer bist du? Christopher Gucker. Christopher Gucker. Weißt du, was dir nicht gefällt? Deine Kappe, oder? Ja, Entschuldigung. Ich wechsle. So. Ja, Nisi, es ist deine Show. Genau. Dann erzähl. Jetzt mache ich mal das erste Mal Soße an, weil der Fisch geht so schnell. Dann kommt erst am Schluss, also 5 Minuten vorher, die Soße rein. Sonst geht sie auseinander. Und dann kann ich da sehen, Sehr echt, ja. Die panieren und dann bröteln und dann nachher die Soße nehmen. Aber wunderbar. Und jetzt noch schon erzählt, du hast ganz viel schon vorbereitet, also Mise en place schon gemacht, genau, oder? Genau. Und du hast die Haie auch schon, weißt du noch, also... Die habe ich Pasta gemacht, da ist ein Knoblauch gepresst mit Salz. Nicht Pasta, sondern Pasta wie Spaghetti, sondern eine Paste, gell? Knoblauchpaste. Genau. Knoblauchpaste, ja. Genau, das ist ein Knoblauch mit Salz. Ja. Dann zuerst Presse und dann Salz. Okay. Da habe ich eine Marinade gemacht für Fisch. Ja, jetzt musst du mir erzählen, aus was die besteht. Da ist eine trockene Koriander. Getrockene Koriander, ja. Ingwer. Ingwer? Ja. Musst du dir erzählen, gell? Die Kamera nicht mehr. Okay. Und war noch? Warte mal. Wie heisst da die andere? Jetzt soll ich schnell probieren, also irgendwas drin. Nein, Info, Koriander und ich habe noch mal vergessen von der anderen. Zwiebeln? Nein. Schwierig. Und der Kurkuma ist auch noch drin. Kurkuma sicher, ja, weißt du, das Dunkle. Ja. Und dann noch. Nein, probieren wir. Und dann Olivenöl. Und noch der spezielle Öl von Brasilien, das ist wie ein Olivenöl. Der ist durch eine Frucht von Brasilien, das ist wie Oliva. Und da machen wir auch das Öl draus. Noch nie gesehen? Ja, das da gibt es nur in Brasilien. Und wir machen nur Fisch mit dem. Ja, ist noch schwierig, gell? Komm mal, wir kommen vor. Okay, aber es ist nur da. Muss ein Restwein, das heisst, wie heißt man das? Acete de Dende? Dende. Für den Kameramann. Acete de Dende. Sabor? Sabor heißt Geschmack, oder? Sabor? Ja, ja, ja. Minerio. Ich kann es nicht sagen. Minero. Keine Ahnung. Minero. Das ist von Minas Gerais. Stadt von Brasilien. Das ist gut. Von dort. Ich komme auf, wir Kümmel. Kokosnussmilch, ja. Hallo, entschuldigung. Kumin. Kokosnussmilch, ja. Und dann Paprika, selber gemalt. Paprika selber gemahlen, ja. Und Petali. Ja. Koriander. Schnittlauch. Schnittlauch plus noch Frühlingszwiebeln. Frühlingszwiebeln, ja. Ja. Gut. Da und Tomaten und Zwiebeln geschnitten, ja. Ja. Da ist Peperoni rot und gelb. Peperoni. Ja. Da ist eben ganz auch speziell. Da ist eigentlich Kohlblätter. Kohlblätter. Da den Spot werfen. Wir essen alles, gehen wir keine Info. In Brasilien. Ist ja auch sehr teuer bei den Tamilenladen. Habe jetzt gerade geholt. Im Asia-Shop, ja. Ja, das ist genau. Okay. Und dann hast du noch Kartoffeln vorbereitet, ja? Und Karotten. Gut, also legen wir los. Ja, genau. Was brauchst jetzt du? Jetzt muss ich da den Heiß. Ja, ja, der Heiß. Ich bin da aus dem Schluss. Ja, gut. Perfekt, jetzt kommt mal Olivenöl. Und da Olivenöl. Und dann warten, bis er ein bisschen heiß ist. Und dann kommt zuerst, wo hast du mal einen Löffel? Einen großen Löffel? Super Löffel? Genau. Das ist auch normal, ja. Da. Ja, genau, das ist da. Und dann noch nicht drum, warten, bis er ein bisschen warm ist. Dann kommt der. Pasta mit Salz. Ja. Ah.
bin ich auch drin, ein bisschen. Und dann gibt es noch, ich habe jetzt gerade gewaschen, Basmati-Reis. Jasmin-Reis. Der kommt auch noch dazu, oder? Das ist ein Beilage. Ah, Rosmarin! Rosmarin! Da ist da rein. Rosmarin! Trockene Rosmarin, weißt du, den mache ich mixen und so Pulver machen. Okay. Koriander und Evo. Gut, und jetzt und mal. Und den Dende. Ja. Alle die Dende, also der Öl extra für Fisch. Ja. Plus noch Olivenöl. Olivenöl. Ja. So, und jetzt mal noch etwas erzählen, gell? Du hast dich jetzt sehr gut vorbereitet, nämlich. So. Was ist das für eine Flagge? Hä? Brasilianische Flagge, oder? Ja, wenn mal brasilianisch essen. Und weißt du, was wir mal gemacht haben? Ist mal Köchin auch von Brasilien, weißt du, vom, wie heißt das da, von der La Grotta Bar. Und die hat einen Krieg gemacht, brasilianische Flagge. Sagt ihr das etwas? Die zu brasilianisch kocht und das Gericht heißt brasilianische Fahne. Ist eine ganz alte Kochshow, wenn wir mal schauen. Weißt du, Willi? Katrin. Karin von La Grotta. Kennst aber du? Die ist nicht Brasilianerin, oder? Aber sie hat gesagt, Santo Domingo. Ja, Hannibal. Stimmt, dann hat es dominikanische Flagge gemacht. Ja, ja, ja. Na gut, also, ich bin da ungefähr das Gleiche. Stimmt, es ist dominikanische Flagge. Ja, brasilianische Flagge, schlimmste Fehler von mir gewesen, ist wirklich super Hochschau, oder? Wir haben voll verschlafen. Ja, stimmt. Ja, und voll du hast, ja, stimmt, das hat dominikanische Flagge geheißen. Da wird noch Lust. Also gut. Jetzt was los! Also jetzt! Was hast du hier getan? Jetzt habe ich Zwiebeln angeschwitzt. Nein, meine Knoblauchpaste. Ah, Knoblauchpaste. Ich habe mit Salz. Da ist Zwiebeln drin. Ja, und kein Zwiebeln, nur Ding. Zwiebeln kommt jetzt mit Tomaten ganz klein geschnitten. Ah, jetzt kommt Zwiebeln. Mhm. Die kommt hier. Mit Tomaten. Ganz klein geschnitten. Zwiebeln ist ja aber legendär. Ja. Das stimmt, aber ich kann es nicht vergessen. Ja, das ist ja akzeptabel. Genau. So. Paprika. Ja. Bist du selber? Selber. Ich habe hier, weißt du, ich habe einen Döner daheim, wo ich alles fressen lasse. Döner? Ja, Döner. Torex. Torex, ja. Und dann habe ich alles. Ah, oh, hallo. Das gehört nicht, mach so mit dran. Mach mal Döner, ne? Jetzt nochmal ein bisschen. So, ein bisschen ganz locker. Dann kommt noch ein bisschen vom Tomatenpüree hier. So, einfach einen Schub. Ja. Jetzt kommt hier jetzt gut. Da geht der Schlagabschlag. Ja, das ist alles. Gell, du hast gesagt, du hast schon viel gekocht, wir sind noch nie am Tisch gewesen. Nein, also bis jetzt noch nicht. Ah, okay. Nein, das ist sicher nicht. Also farbig sieht schon brasilianisch aus. Und jetzt kommt noch da. Das sind nur die Tomaten. Fleischtomaten? Fleischtomaten. Fleischtomaten. Die sind erst so irgendein Aufruhr in der Schweiz. Davon sind nur die eigentlich gar nicht so gut sind. Die normalen Tomaten sind meistens so. Ja. Weißt du, mein Vater immer sagt, bei den Erdbeeren, oder? Also, zum Beispiel Kirsche, wenn die rot sind, sind sie wirklich gut, oder? Ja, ja. Erdbeeren, die können wunderschön aussehen und sind einfach Wasser lassen. Ja, Koriander. Ja. Koriander. Ja, da ist ein Straff. Und jetzt ist Petali mit den Frühlingszwiebeln geschnitten, oder? Straffer Zeitplan. So. Und jetzt kommt Kokosnussmilch. Kokosnussmilch, aber jetzt ist. Aha! Weißt du den Unterschied zwischen dem, was du jetzt machst und dem? Nein, das sind die gleichen. Das sind die gleichen? Ja. Da steht auch Italien. Ich habe einfach ein bisschen zu viel gekauft. Aha. Gut. Weil ich brauche auch von daheim. Weißt du, hast du schon gewusst, wenn du Kokosnussmilch machst, hättest du das gar nicht drin? Hättest du nicht nur Wasser drin? Nein, nein. Nein. In der Kokosnuss hat es noch Wasser drin und das ist nämlich gemischt. Nein, das ist der Kokosnussmilch. Ja, das ist nur die Fleisch. Ja, wie Fleisch mit dem Wasser. Ja, eben. Wenn du auf der einsamen Insel bist und nichts trinken kannst, nur Salzwasser, kannst du. Dann kannst du nur die Wasser. Ja. Da habe ich auch daheim. Kauf immer im Kopf, da kannst du kaufen. Kokosnusswasser? Ja. Aha.
Ja, sind aber nicht so gut wie original, aber. Aber kann man gleich noch nicht. Ja, ja, machen vieles. Okay. So. Ich bin mal gespannt. Ich bin ganz gespannt auf das. Das ist noch nie gesehen. Hast du das auch von dem Sri Lanka-Shop? Ist da hoch deine Firma? Ist da hoch? Das ist auf Maximum. Also Maximum. Mehr war nicht. Ja. Super, nein, das ist gut. Alle Wohltaten. Nur, dass ich weiß. Der kommt, der kommt. Nein, nur, dass ich weiß, ja, ja, ja. Wie lange etwa. Jetzt tue ich den Kohl jetzt mal hier. Ja. Weil der ist fast wie ein Spinat nachher. Nachher gibt es nicht so viel wie jetzt ausgesehen. Ja, dann tun wir den Helmut hier. Ja. Sehr schön ist, gestern ist im Fall der Ding-Dog, gell? Der Andreas Wirtrich. Und der ist in Heidelberg, oder der Herr Kollege. Und dann hat er dort, weißt du, dann hat er eigentlich in ein Restaurant, wo es 101 verschiedene Schnitzel gibt und sie sind noch irgendwo anders, wo es Saumagen gibt. Er hat immer wieder Saumagen, weil der Helmut Kohl ehemalige Bundeskanzler von Deutschland, oder? Immer wenn der Gäste hat, Bill Clinton und so, von den USA, dann hat er die eingeladen, die hätten wir müssen Saumagen essen, oder? Dann hat er müssen rein, oder? Und das ist eben, das ist nicht, wie sagen wir in der Schweiz nochmal, Herr Kameramann, wenn man so Magen isst? Das heißt, das was ist der Kuttle. Ja, das ist aber nicht Kuttle. Das ist eher ein Sama, es ist gefüllt. Es ist, der Magen ist gefüllt mit. Gefüllter Magen. Ja, es ist gefüllter Magen mit. Also sehr fein und schön. Mit. Hast du noch nie gehabt? Nein, ich habe Saumagen. Ja, wo kannst du denn essen, Saumagen? Ich mach das. Hat er gut gemacht. Dann machen wir Saumagen. Also, dein ist eigentlich Hackfleisch, irgendwie so etwas. Es ist ähnlich wie Sama. Doch, ja, sicher gut. Ja. So, jetzt kommt es. Ja, ja. So, wie kann man dir helfen? Und jetzt? Ja, das ist der heiße Wasser. Ist dem noch zu helfen? Nein, das ist nicht heiß. Was ist heißes Wasser? Oh, das ist heiß. Gut, ein bisschen heißes Wasser. Ja, das ist immer gut. Und jetzt zudecken und kochen lassen. Und jetzt machen wir den Reis. Bitte. Ja, jetzt machen wir den Reis. Genau. Und dann haben wir ja nämlich den Nissi gesagt, wir haben den Reiskocher. Und dann hat sie gesagt, nein, sie kocht es so, wie sie es sich gewöhnt ist, oder? Mit genau. Der Pfanne und dann machen wir es so. Genau. Weil dort, ich weiß nicht, wenn sie keinen Reiskocher kennt. Und dann muss ich quasi, ja, heiß machen. Ja, Maximum. Ja. Ja. Da muss erst ganz heiß und dann noch ganz haben. Muss dann noch ein Öl, aber ja? Erst noch einmal. Eben, ich brauche Öl, normal, da habe ich es schon. Ja. Jetzt sucht der Herr einen Kostüm. Ja. Schau mal, wie viel Öl. Stimmt, was Teller drauf. Ah, sehr gut, ja. So, ah, so ein Blumenöl. Und jetzt, was Das war der normale Öl, den du da hast? Ja, normale Öl. Normale also, ja, nicht ja, Olivenöl oder nicht? Nein, weißt du, ich kann auch Sonnenblumenöl von mir. Okay, ja. So. Und dann kommt wieder der Knoblauchpaste. Ja. Ganz viel. Und Zwiebeln. Wenn wir viele Reis sind, machen wir gerade alles. Setzen wir hier noch hin. Da brauche ich noch. So, jetzt muss man warten, bis der kocht. Und dann fange ich jetzt an. Den Fisch habe ich eben mit der Marinade, die ich gesagt habe, oder mit Eva. Was habe ich gesagt? Eva? Koriander. Wenn dann nachher zurückspulen. Genau. Zurückspulen, ja. Die tue ich jetzt. Musst du denn für den Pfannen? Sollen wir machen oder machst du? Nein. Mal, doch. Ja. Das ist dann mal so. Ja. Der hat auch Salz drin, schon alles. Mhm. Jetzt musst du sagen, was ist das? Seehecht, hast du gesagt, gell? Ja, Seehecht, ja, Seehecht, genau. Ja. Genau. Wolltest du dich die auch schon aufheizen? Oder? Ja, gern. Ja. Auf Maximum? Auf Maximum, ja, genau. Ja, wir machen heute nur Maximum. Der Vincent Großer hat gesagt, es gibt kein Gas, noch für Gas. Doch. Es gibt eigentlich nur ein Gas. Michael den Schumacher. Den Mick Schumacher ist herzlich, kannst du? So, noch also. Im Melli, ja, siehst ja, du, dass ja. Du den Kleber gerade weißt. Ja. Dann kann man wieder auf dieser Seite. Ich nehme mal an, wir kochen heute mal nicht mit Aromat, oder? Einmal, Aromat ist nicht bekannt außerhalb der Schweiz, oder? Nein, in Brasilien nehmen wir dann. Nein, kein Aromat. Aber Ricola haben wir auch in Brasilien, gell? Ricola, ja. Ricola ist bekannt, ja. Und Toblerone. Genau. Heißt es eigentlich Toblerone? Also kommt Toblerone von Toblerone? Das weiß ich jetzt nicht. Das war sie. Ja. Nein. Nein. In Brasilien. Also, das ist sicher mal der Herr Toblau, was er erfunden hat. Wieso heißt denn Toblau One? Ohne? Das heißt Toblau ohne. Warum? Was heißt Toblau mit? Weil es ohne. Ohne den Berg, wenn es schön zweckt. Ne? Ja. Das stimmt, glaube ich. Das ist, weißt du, was mir auch jemand erzählt hat? Red Bull müsste den Werbespruch abschaffen, vielleicht Flügel, weil jemand aus dem Fenster kommt ist oder gemeint hat, Flügel nach dem Ding und gestern hast du gesehen. Das ist ein Hyox, sagt man immer noch.
Das ist einfach eine blöde Scheissgeschichte. Fake News? Fake News. Aber es hat früher Hayox geheißen, glaube ich. Hayox oder so. Hätte es auch geheißen. Es hat mal beim Zigarettenautomat hat jemand Glasscherbierto mit HIV-Blut infiziert. Viele Schweizer sagen infiziert, das heißt infiziert. Und dann hat jemand ihr gelangt und hat gesagt, das stimmt auch nicht. Das war Fake News. Und früher hat man dem Hayox gesagt, glaube ich. Hayox und so. Das heißt also, Wasser kochen oder das kann auch genau. Je nachdem, mit HIV, also, kann man schon Hai vorziehen. Ah, was hat nicht geschummen? Es war Fake News. Ja, jetzt. Das ist von der Reis, oder? Kann ich jetzt Öl, Zwiebeln, Knoblauch, Salz und auf und zu. Salz haben wir auch gemacht. Haben schon gemacht. Ah, schon. Und jetzt habe ich den Reis gewaschen. Ja. Das ist Jasmin-Reis. Jasmin-Reis, ja. Und jetzt tue ich da hier. Sehr gut. So. Und dann tue ich das erst ein bisschen anbröteln. Das ist schon heiß da, ja. Kommt schon, ja. Ja, schnell. Das tun wir den Fisch auch noch gerade anbrechen, oder? Weil dann sind wir da den gleich weiter. Weißt du, wenn der anbrechen ist, ist er auch schon mal besser. So. Ja. Okay. So, noch ein bisschen. Und gell, ich habe zuerst den Fisch im Zitronensaft gekleidet. Ja, genau, haben wir verpasst. Das ist halt jetzt eine spezielle Kochshow, weil Nisi ist von Vico und ich habe gesagt, wir haben eine Kochshow. Sie hat aber alles schon vorbereitet, oder? Und auch sehr spannend, sie hat alles mitgebracht, oder? Sie hat ein Sieb mitgebracht. Ich habe den Nisi gesagt, Mädchen, alles oder? Aber Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, sagen wir. Genau. Sie hat alles dabei gehabt. Ja, alles. Oder? Da haben wir schon mal so einen Fall gehabt, wo ich das nochmal gesehen. Die hat auch alles. Ich habe gesagt, wir haben doch alles. Die hat alles. Ja, du bist einfach gewöhnt, wenn du alles. Schön, ich bin sicher, du hast alles. Ich glaube, Manuela, Manuela Jenny, glaube ich, bei dem ersten Mal. Nachher hat sie dann nicht. Noch gar nicht gesehen. Was ist Manuela Jenny gesehen? Echt, Manuela. Meine liebste Freundin, die kommt im Fall bald wieder, die macht nämlich. Feuerwehr. Nein, für was Leute haben wir schon gemacht, oder? Sie nein, sie nein. Nein, sie macht etwas Besseres. Ich weiß es nicht mehr. Doch, sie macht gleich, weißt du? Sie werden ihre Freunde noch mitbringen und so. Liebe Grüße hat Manuela Jenny übrigens. Ich weiß nicht, was sie hat wieder letztes Mal. Filet im Teig. Filet im Teig ist der letzte Mal schon gesehen. Ja, dann ist es etwas anderes gewesen. Sie hat ganz viele Sachen. So Schweizer Küche ist sie wirklich. Eine Anekdote. Ja, nein. Ja, teilweise. Dem, was passiert ist, lebt noch, ist Elie Schneider. Im Gerät, was passiert ist, lebt nicht mehr. Elie ist mal mega nervös rumgelaufen und er braucht Reis, oder? Und dann hat der Herr Christopher hat gedacht, hast du Hunger, oder? Hat er gesagt, nein, ihm sagt, sein Nattel ist WC-Kalt. Und der Tipp ist eigentlich, dass du das nicht direkt sofort abstellst. Oh, kannst du ein bisschen tun, oder? Ja. Und er hat dann gefunden, nein, es läuft ja noch, ein bisschen kurzer geht. Und dann haben wir es noch schnell oben mitgegeben. Und er hat gesagt, das ist doch gut. Ja. Ich muss aber glitzen dazu. Ja. Das Salz ist einfach nicht. Das Salz ist gut. Ja. Jetzt. Wo ich. Ruhe. Ja. Jetzt muss ich Bananen, ja? Ja, gebackene Bananen ist auch vorne. Ja. Wie? Ich bin auf dem Brett. Naja, aber.
du hast Kappe gewechselt. Geil. Ja, sicher. Sehr. Ja, sicher. Ja, ja. Pitch.ch. Ja, Pitch.ch ist unser großer Sponsor, Pitch.ch, oder? Mit Druckerfarben. Jetzt mache ich etwas ganz ungewöhnlich von jemandem, aber jetzt das macht nichts. Das ist normal. Das machen wir immer in Brasilien. Also ist das ungewöhnlich oder ist normal? Der kommt hier, so. Aha, wie soll das? Wenn er doch nochmal das Dampfen und dann ganz aber auf Eis. Ganz und etwa 10 Minuten und dann ist er gut. Er ist genau. Fast steril. Also das ja. Dampf mit dem Licht in der Pfanne. Ja, genau. Und jetzt ist er da. Dann wieder zurück auf 3, jetzt ist gut. Genau, super. Aha. Aber, genau. Und jetzt, ich werde jetzt einmal stoppen, bis er kocht. Wenn noch so also ein Break. Break. And Break. Und oh, Break. So, welcome back, so, oder? Jetzt mache ich da schnell Salat fertig, oder? Ja. Dekorieren mit Fleischtomaten. Ja. Was? Mini. Ja. Was? Selber gemachte Salatsauce. Ja. Eben, das ist eine gute Kochshow, sie hat alles schon gemacht. Ja. Also was hat das noch drin? Musst du schnell erzählen, oder? Das ist Mayonnaise. Mayonnaise. Öl. Öl. Essig. Essig. Senf. Knoblauch presst. Und das Grüne ist auch noch etwas. Und das ist ein Peterli. Und Peterli. Ja, genau. Danke, Peter. Okay, genau. Drüber leeren. Jetzt tun wir ihr leeren. Ja. Die schön machen. Oh, wow. Sehr gut. So. Mhm. Und der Fisch. Und jetzt ist und er. Jetzt ja. Tue ich den Fisch. Die Soße ist fertig. Der Reis ist auch schon fertig. Ja. Der ist tipptopp, so muss es sein. Mhm. Und jetzt tue ich den Fisch hier. Ja. Der kommt jetzt hier. Der kommt jetzt hier. 5 Minuten, nicht länger. Ja, 5 nur Minuten. Das. Länger. So. Assistente. Ah, Assistente. Grüezi, Christopher. Grüezi. Ja. Hey, wieder schon mal für einmal ganz kurz zu tun. Du, die Küche sieht aus, als wenn nie gekocht hätte. Also das ist wirklich wie bei dir. Fast jungfräulich. Ja. So. Ich habe geschumpert in deinen Blöd. Ich. Hast du den Teller warm? Das machen wir schnell. Warum Teller warm? Ja, da sind wir dran. Nicht? Nein. Okay. Doch. Ja, wenn Teller warm sind, musst du vielleicht noch Teller hier machen. Nein, ich muss das erst abstellen. Nein, sagt der Bill. Ja, abstellen ist. Doch, logisch. Ah. Zum Teller. Ja, aber nicht da. Oh, abstellen. Ich habe bitte mal schnell. Nach Temperatur nach. Ich habe heute Morgen Ausbruch, so. Ja. Ich mache da nochmal so. Ich stelle schnell weg. So, und jetzt hast du mir den warm gemacht? Ja, auf Maximum. Ja, und den musst du noch abstellen lassen. Ja. Gut. Und jetzt gibt es etwas ganz Spezielles, das habe ich aber gerne, aber ich darf probieren. Ja. Das ist Maniokmehl. Maniokmehl, ja. Aus Maniok, siehst du da, Maniok. Ich kenne Maniok nicht, aber ich Maniok nicht kennen. Ist der hübsch? Maniok. Ja. So, also der ich Maniok. Gern, ja. Ja. Wo musst du hin? Da habe ich schon. Ja, nicht schon da. Ich brauche aber nicht viel. Und dann mache ich so eine Nacht wie einen Herdäpfelstock. Aber die passt zu der Reis und Fisch. Wir essen die Brasilien immer zusammen. Aha. Miteinander. Und dann mache ich so mit dieser Soße hier. Ja. Und mit dem Fisch. Also die Soße gemacht für Fisch. Spannend heute. Mache ich hier. Hier. Ja. Wegen dem habe ich auch so viele Soße gemacht. Okay. Weil ich brauche da. Ja. Da. Das hat mir mal jemand erzählt von. Von Thailand, der gesagt, eigentlich, der Reis, es geht immer darum, auf die Soße, dass die perfekt ist. Und der Reis nimmt man eigentlich nur, dass man die Soße nimmt. In Italien gibt es keine Spaghetti Bolognese, es gibt nur Tagliatelle Bolognese. Ja. Weil die nehmen mehr Flüssigkeit auf. Es geht eigentlich mehr darum, um Mittel, um die wunderbare Soße aufzunehmen. Genau. Das ist schon so, ich weiß nicht. Hat jemand erzählt, oder? Wieso machen die deutsche Spaghetti Bolognese? So, jetzt mal ganz schnell. Darf ich das schon sagen? Ich erlaube es dir, ich erteile dir das Wort, oder? Also ist hier erlaubt? Es ist. Ja. Sonst, da brauche ich nicht viel, weil das wirklich ein Herdäpfelstock. Da brauchst du ganz wenig. Ich kenne es gar nicht. Und du musst gerade rühren, weil der wird auch schnell dick. Mhm. Ja, das ist dick, wenn ich. Ich werde auch schnell dick. Und dann tue ich nicht würzen, weil die Soße ist ja schon gewürzt, ja. Oder? Ja.
Und das ist was? Wie heißt das nochmal? Das ist Maniok. Maniok. Und da wird so, wenn er hier den Stock eigentlich nach. Und dann muss ganz schnell, dass es kein Bälle gibt. Kein Bälle gibt, ja. Darf nicht. Aber du vielleicht lieber einen Schwingbesser? Das wäre besser, ja. Ja, so, schauen wir mal den. Weißt du, wer ist? Idee kannst du. Ah! Ganz schnell. Genau. Das kannst du mal machen, doch. Ja. Jetzt musst du aber tun. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf ganz wenig. Ja, zwei. Ja, genau. Und dann fangen jetzt an Sprügeln. Oh, Sprügeln? Ja. Nur noch die Scheiße. So, okay, ja, das heißt zum Sprügeln. So. Gibt es das Wort? Sprügeln? Sprügeln. Also, das ist schon ein Schitz. Sprügeln? Ja. Sehr schön. Ui! Schnell, ja, da geht ganz schnell. Mhm. Stocke wie Stocke. Ja, genau. Ja. Aber aus Maniok. Ja. Maniok ist ja eine Hedepfel. Okay, ich treffe mich. Ich mach's einmal da, Maniok. Ja. Aber die Jockey. Selber, da gibt es im Mikro. Da kannst du kaufen. Die Gemüse. Okay. Da gibt es im Mikro. Schau mal. Ja, ja, ja. Ich hab das ja. Wie der Hedepfelstock, komm. Wow. So, jetzt Teller, wenn du ihn hast, so. Ja. Den mache ich dir Teller. Ja, schön, und die Reste mache ich dir selber. Genau. Dann machen wir einen Teller zum Nudeln. Willst du noch runter oder quadratisch? Quadratisch. Genau. Quadratisch. Und jetzt muss ich mein Zauberding da. Jetzt kommt das Zauberding. Der kommt da her. So. Oh, das ist wieder riesig, gell? Ja, da haben wir so einen. So. Wo ist denn das her? Das grüne Ding? Ich habe ganz viel für kleine Mittel. Die ich kaufe dir alles ab, gell? Gern. Petebossi. Nein, ist nicht Petebossi, glaube ich. Nein, Petebossi ist in Brasilien nicht bekannt. Nein, eben nicht. Petebossi gibt es auch in der Schweiz, also es gibt keine Frage, so heißt. Das ist ja auch viele. Ja, das ist voll gut. Für Russen vom Sandkasten. Ja, aber ja. Das kennen wir ja. Sonst heben wir damit. Halloween koch schon. Ah, so, ja, stimmt. Ah, für den Juma, das Kratzerl da, ja. Hast du gewusst, wie die Kleine gesagt hat, der Koch schon, hat gesagt, er wollte es gerne machen, ein kleines Brühe. Wie heißt es? Das Kleine, wie heißt es? Weißt du? Mischt Kratzerl. Aha. Ja, das ist im Fall vorne Spezialität gewesen, der Mama Rosa. Ganzes Mischkasch. Aber jetzt haben wir andere Mama. Ja, andere Mama. Mit der Mama. Das ist super. Das ist so gut, ja. Den nehme ich von dem Hedepfelstock. Der kommt hierher, so. Wow. So. Jetzt nehme ich den Fisch auch gerade so. Ja. Dass er nicht kaputt geht. Ja. So. Warme. Ein Stück. Oh, jetzt sind die warmen Teller fertig, aber... Ja. Oh, aber wir machen jetzt schnell Eis. Und das Seige. Ja. Und jetzt kommt Gemüse. Ja. Und das Salat noch? Ja. Haben wir schon gezeigt? Er hat das schon gemacht. Ach so. Okay. Ja. Und jetzt mit dem da Soße. Da kann ich auch wieder brauchen. Ja. Das ist so. Und jetzt kommt noch. Alles, was drin ist, muss ich sagen. Ja, alles zeige ich. Genau. Und da kommt noch ein bisschen Hedepfel. Ja. Da her. Jetzt nehme ich da raus. Mhm. Oh, schön. So. Wow. Und jetzt. Und da haben wir. Oh, jetzt ist ja Backheit aber gleich. Du machst nicht. Lock. So. Wow. Und das ist das, was wir präsentieren. Da ist denn präsentiert. Ja. Dann sind wir jetzt eigentlich fertig, gell? Ja, genau. Also dann zeigen wir mal das Kunstwerk. Jetzt so schön. Ja, genau, der Rand gehört dem. Gegen Kunde, genau. Also, vielen Dank, gell, Nisi, danke, dass du gekommen bist. Wunderbar. Dir. Ich hoffe, man kann essen. Ja, garantiert. Das ist Kochshow Nummer 121, gell? Und 122 ist dann, glaube ich, wieder mit dem Herr dahinter, gell? Mit dem Christopher. Ja. Ja, dann schauen wir morgen. Okay. So, dann bis zum nächsten Mal. Danke vielmals.